Wie gefiel dir das Rätsel, Luke? Sieh es als eine Aufwärmübung für schwierigere Rätsel an. Ja, genau, so Rätsel wie zum Beispiel finde vier Wege, bei denen die sich nicht alle kreuzen. Ein Katz-Maus-Rätsel. Nee. Gar kein Rätsel. Eine Brille. Und wem gehörte die? Ramon. Die ersten zwei Buchstaben waren falsch. Der Rest war richtig. Es war Simon. Ja. Es war Phlegmon. Es war Agumon. Das ist doch Simons Brille. Ramons Brille. Aber wie ist die denn hierher gekommen? Das könnte schon unsere erste Spur sein. Wir sollten sie lieber Inspektor irgendwas mit zeigen. Was ist gleich dann? Sehen Sie mal, Herr Inspektor. Diese Brille gehörte Simon. Wir fanden sie im Garten. Was zum? Der muss auf den Boden gefallen sein, als Simons Leiche aus der Villa geschleppt wurde. Und außerdem betreiben Sie hier etwa ein Fundbüro? Sollten Sie nicht gerade das Reinhold-Erbe suchen oder was immer Sie hier treiben? Wenn Sie allerdings weiter in meine Ermittlungen stören, muss ich mal ein ernstes Wort mit Ihnen reden. Bitte verzeihen Sie meine Unbesonnenheit, Inspektor. Diesen Jamie mag ich gar nicht. Er stinkt nach Rauch und ist so furchtbar arrogant. Und wie er sie behandelt, Professor, unglaublich. Luke, mein Junge, stör dich nicht daran. Wir haben Wichtigeres zu tun. Lass uns nach Ramon suchen. Ich meine, diesen Typen müsste man nicht etwa aufhalten oder sowas. Oh Gott, nein. Ein Überseerätsel. Sehen Sie mal, da ist ein Loch im Boot. Oh, Professor, da fällt mir etwas ein. Kennen Sie schon das Rätsel vom sinkenden Schiff? Eins der brutalsten Rätsel der Layton-Geschichte. Oh. So, 15 Leute befinden sich auf einem Schiff, das in exakt 20 Minuten sinken wird. Ihre einzige Chance ist ein Rettungsboot, in welches genau 5 Leute passen. Zu allem Unglück wimmeln diese Gewässer nur so vor Haien, die besonders gierig auf Menschen sind. Schwimmen kommt also nicht in Frage. Eine Tour mit dem Rettungsboot zur nächsten Insel und zurück dauert 9 Minuten. Wie viele Leute können überleben? Na, ich hoffe doch alle. Nee, das wäre zu schön, um wahr zu sein. Nein, dieses Rätsel ist gemein, weil nicht alle überleben. Wie viele Leute sind? 15 Leute. In 20 Minuten sinkt's. Ja. Naja gut, das werden jetzt entweder 10 oder 15 passen, sein. Wie viele passen in ein Rettungsboot? 9. 9 Leute? Nee, warte. Fünf Leute in 9 Minuten dauert die Fahrt. Ja, genau. Also ich bin der Meinung, eigentlich ist es ja nur so, in den ersten 9 Minuten werden 5 gerettet. Aber einer muss zurück. In den nächsten 9 werden 5, was? Muss nicht einer zurück? Stimmt. Das heißt, das werden nur 4 weitere gerettet. Und dann nochmal 4 weitere. Weil einmal hin zurück sind 9 Minuten, einmal hin zurück, dann sind wir bei 18 Minuten und dann müssen nur noch die wegfahren. Das heißt eigentlich, glaube ich, 5 plus 4 plus 4. Oder habe ich mich da jetzt verrechnet? Nee, finde ich richtig. Das wären 13. Das ist jetzt auch wieder nicht klar, es sagt ja keiner. Dass das Boot nicht von alleine zum Schiff fahren kann. Ja. Nein, nein, aber es sagt ja zum Beispiel keiner, ob das Boot auf dem Schiff war oder ob da schon ein Fahrer drin ist. Weil wo kommt das Boot denn her? Vom Schiff, glaube ich. Ja, vermutlich. Ihre einzige Chance ist das Rettungsboot, in welches das Rettungsboot wird wahrscheinlich nicht von der Insel kommen. Also, 5 plus 4 sind 13. Das ist ja eine Unglückszahl. Kann ich so nicht nehmen. Nein, Quatsch. Wollen wir? Glück gehabt nochmal. So, gut gemacht. Und nun bitte eine Schweigeminute.
Ich glaube, jetzt ist sie rum. Professor, ich habe damals bestimmt 5-mal so lange dafür gebraucht wie Sie gerade. Damals 5-mal so lange. Damals vor wie vielen Jahren war das? Wann hast du vor das? Vor mehr Jahren als Luke überhaupt alt ist. Ja. Und wenn er 5-mal so lange gebraucht hat, wie viele Menschen konnte Luke retten? Naja, wesentlich weniger, weil die weil das 5-mal so lange. Also er konnte wahrscheinlich eine Tour nicht mehr machen. Na sowas. Ihr schaut aber besorgt aus. Wo liegt denn das Problem? Du bist mein Problem, du Lauch. Nein. Entschuldigen Sie die Störung, Sie Lauch, aber haben Sie heute zufällig Ramon gesehen? Er war gerade noch hier. Und zwar genau hier. Genau da, wo Sie standen. Das habe ich ihn nicht gesehen. Schon seltsam, wenn man bedenkt, wie Kerner die Arbeit schwänzt. Aber genug davon, man hört, ihr werdet ziemlich rätselhaft, ihr zwei. Würdet ihr mit meinem helfen? Ich grübe schon ziemlich lange darüber nach. Ja, natürlich. Oh, jetzt gleich. Wir sind eigentlich gerade beschäftigt, aber wenn Sie darauf bestehen... In einem Zug. Das wäre ein Rätsel, das auch Chelmy hätte stellen können. Kennst du die Rätsel, bei denen Nein. man Figuren in einem Zug zeichnen muss? Man zeichnet dabei die Figur, ohne den Stift abzusetzen oder dieselbe Linie zweimal zu zeichnen. Kreuzen ist jedoch erlaubt. Wenn dir das Konzept klar ist, dann schau dir die 4 Figuren unten an. Eine lässt sich nicht in einem Zug zeichnen. Welche ist es? Ich muss leider wieder eine Informatik-Anekdote bringen, denn kennst du den Begriff des Euler-Pfades? Nein. 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 Ein Euler-Pfad ist, wenn man alle Kanten, also sagen wir mal, wir würden uns das jetzt hoch. Na, geht doch. So, nehmen wir mal an, welches ist das, wo es am einfachsten wäre. Sagen wir, überall, wo sich das hier kreuzt, ist ein sogenannter Knoten. Alles, was diese Knoten miteinander verbindet, sind Kanten. Verstanden? Mhm. So und so und ja, wie auch immer. Ist es relevant, wie viele Teile sich kreuzen? Es ist tatsächlich, wie viele an einer Kreuzung zusammenlaufen. Das ist relevant, ja. Und zwar, wenn... Denn du hast ja nicht immer 4, beim Auto zum Beispiel. Genau. Oder bei dem Haus. Genau, also wenn ich glaube, Moment, hier haben wir ja 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4... So, hier haben wir nur 1, 2, 3 bei dem Auto und hier bei dem anderen Stück vom Auto auch nur 1, 2, 3. Ich zeig das am besten nochmal. Und zwar an diesem Stück Knoten und diesem Stück Knoten. Naja, was da in der Nähe ist. Ich mach das mal wieder zu, damit ihr gesehen habt, wo ich das meine. So, da kreuzen sich nur 3 Linien, beziehungsweise eine geht durch und eine ist da, aber an sich 3 eingehende, wenn man dort einen Knoten zeichnen würde. Und hat man das mehr als 2-mal, also wobei ich glaube dort geht es darum, dass das eine ungerade Anzahl ist an eingehenden Linien. Ist das 2-mal oder mehr vorhanden, dann glaube ich, geht es schon nicht mehr, da was zu einen sogenannten Euler-Pfad oder Euler-Kreis ist es in dem Fall sogar, zu bilden. Aber warte mal. Warum? Nee, Moment. Mehr als 2-mal. 1 oder 3-mal. Nee, 1-mal ist okay, glaube ich. Aber 3-mal ist auf jeden Fall nicht. Aber hätte ich es gezeichnet, hätte ich es schon. Wahrscheinlich. Ich notiere mal. Ich mache mal die Notizfunktion und gucke, ob das mit dem Auto jetzt überhaupt gestimmt hat. So. Denn ich bin der Meinung, das Auto ist kein Problem. Das Auto geht. Genau. Es gibt dazu, das Doofe ist, ich habe diese Klausur schon längst geschrieben und dementsprechend, ich glaube, das Haus vom Nikolaus war's. Ja, da tue ich mir grundsätzlich immer schwer, also geht nicht. Ja, du kannst es auch so wegmachen, wir wissen ja jetzt bei dem Auto, dass es so ist. Ja, aber ich glaube, was war das denn? Warte mal, das hier oben sollte ja auch funktionieren, meiner Meinung nach. Jetzt so auf den ersten Blick. Ja. Ja. Dann geht's durch, genau. Und das funktioniert auch, es müsste das Haus sein. Es ist das Haus, also auf jeden Fall, es gibt da eine Sache, die man mit anhand der eingehenden Kanten bei einem Knoten daran festmachen kann. Nee, nicht ganz, aber vertan. Aber es geht. Ich
glaube auch. Ich würde das so machen. So. Mhm. So. Und so, warte mal, was ist denn jetzt noch? Ach so, jetzt kann ich ja außen einfach runter, ne? Ja, fertig. Dann muss es ja das Haus sein, alles andere geht ja. Ja, ja. Ach hier, bei dem Haus haben wir einmal diese drei. Hoch. Dann haben wir aber auch noch hier unten zum Beispiel fünf Stück. 2, 3, 4, 5. Und dann 1, 2, 3, 4, 5. Hier oben. Ich glaube, solche Sachen sind das, die... Also, wenn zu viel von diesen ungeraden Sachen da sind, dann ist das schlecht. Muss es eine bestimmte Anzahl im Sinne von viele ungerade sein und eine ab 5 zum Beispiel geht's nicht? Oder kommt es darauf an, ob es eine ungerade Zahl ungerader ist, was ich als wahrscheinlicher vom Bauchgefühl halte? Gerade Zahl ungerader Kreuzungen. Ich glaube, es müssen mehr als 2 sein. Einfach nur. Mehr als 2 ungerade Kreuzungen. Genau. Für alle, die Informatik studiert haben, ihr könnt mich ja gerne nochmal verbessern. Das Geheimnis wird enthüllt noch. Aber nicht mehr heute. Nicht mehr heute. Das habt ihr gut gemacht. Ja, ich hatte schon seit Ewigkeiten versucht, es zu lösen. Ach, du, mein Junge. Ich hatte so eben eine Vision, dass dir heute Nacht etwas Schlimmes passiert. Oh, schön. Achte auf deine Luke. Das waren ja tolle Nachrichten. Ja. Aber keine Sorge, so leicht lasse ich mich nicht erschrecken. Seltsames Teil. Herr Professor, was machen Sie denn mit diesem seltsamen Bauteil? Was machen Sie denn mit Ihrem seltsamen Teil? Aua, mein Fuß! Hey, ihr Bäder, was macht denn da? Los, sagt mal! Nee, halt, ich verstehe schon, sagt nisch. Ihr sucht jemanden, wa? Hört euch auf der Straße um. Leider habe ich niemanden gesehen, ich bin nämlich eigentlich blind. Ich hab nur keinen Stock. Sind Sie sicher, dass Sie nichts gesehen oder gehört haben, das uns vielleicht weiterhelfen könnte? Was haben Sie gesagt? Nee, ich kann euch nicht helfen. Fragt nicht so viel. Also wirklich. Ich verstehe. Nun ja, danke trotzdem. Ach ja, und viel Glück bei eurer Suche. Das könnt ihr sicherlich gebrauchen. Ja, aber bestimmt. Oh, aber geht auf keinen Fall zu dem Turm da im Norden, wa? Na denn, ist ja gut. Zum Turm im Norden? Wie soll man da überhaupt hinkommen, Professor? Naja, man geht nach Süden. So lange, bis man da ankommt. Richtig. Wenn man nicht nach Norden gehen kann, um da anzukommen, geht man einfach so lange nach Süden, bis man einmal um die Erde rum ist. Erinnerst du dich noch an den Glockenturm am Dorfplatz? Ich denke, man muss dorthin durch, um den nördlichen Teil des Dorfes zu erreichen. Lass uns mal nachsehen. Oder da drin. Vielleicht... Oh! Kerzen 2. Die Kerzen verschmerzen. Oh, sieh mal, Luke, eine Kerze. Ja, die wir vorher noch nicht gesehen haben. Von den geschmolzenen Kerzen wurde eine hinweggenommen. Wie viele Kerzen stehen noch auf dem Tisch? 2. Das erinnert mich an ein Rätsel. Kennst du das hier schon? Was zuerst? Ah, das ist doch so ein ganz blödes Ding. In deiner Hand hältst du ein Streichholz. Es ist das letzte aus der Schachtel. Du willst nun ein Zimmer mit einer Öllampe erhellen, die dich an einem Feuerchen im Kamin wärmen und dir Badewasser heiß machen. Um das alles zu schaffen, was musst du zuerst anzünden? Ja. Das Ding ist so... Ja,